Ja, hey Leute, ich begrüße euch zu einem neuen Commentary. Heute ein Gameplay von dem ATSM Manager und er bestreitet hier ein 1v1 gegen den Spieler Solid Pete in Halo Reach. Und lasst euch nicht von einem schwachen Start beirren, denn der Sembi zieht das Tempo näher so ein bisschen an und hält für uns ein paar sehr schöne Snipes bereit, also freut euch mal drauf. Auf jeden Fall, lasst mich euch eine Geschichte erzählen. Ich war letztens in der Berufsschule und da kam mir eine schöne Idee für ein Commentary. Und zwar habe ich seit einiger längerer Zeit einen Disput mit einem meiner Lehrer dort bezüglich meiner Benotung. Und sagen wir mal so, dieser Lehrer ist wirklich das, was man von der Art her unterrassig nennt. Also wirklich kein schöner Typ. Ich möchte auch gar nicht weiter drauf eingehen. Auf jeden Fall stehen ja jetzt bald die Zeugnisse an und da dachte ich mir, vielleicht sind sie für einen von euch wichtiger als für mich, weil ihr noch zur richtigen Schule geht. Und da dachte ich mir so, habt ihr vielleicht auch Probleme mit einem eurer Lehrer dort? Weil ich sag mal so, beim Schriftlichen hat man es ja immer noch selbst in der Hand, wenn man eine Klausur schreibt, aber beim Mündlichen ist es doch immer noch sehr subjektiv orientiert. Und da frage ich mich so, wie weit darf das gehen? Gibt es richtig krasse Extreme, dass man zum Beispiel sagt, ja, man steht vorher mündlichen 1 und dann nachher 4 oder 2 und dann 5? Kennt ihr sowas? Natürlich muss man die Lehrer auch in Schutz nehmen. Sie können nicht jeden Schüler kennenlernen, weil es sind 20 bis 30 Schüler und ihr müsst überlegen, wie viele Schüler die haben. Auf jeden Fall gibt es dann aber auch so richtig ignorante Lehrer, wo man sich fragt, weil vielleicht wisst ihr es nicht, Lehrer müssen Pädagogen sein. Und da fragt man sich so, wie konnten die überhaupt Pädagogen werden, weil die einfach, das sind Menschen, da fragt man sich echt so, wieso haben die sich diesen Beruf ausgesucht? Auf jeden Fall, ja, lasst mich euch diese Geschichte von mir so ein bisschen näher erörtern. Und zwar wollte ich mit diesem Lehrer über meine Benotung sprechen. Der hat mir auch einen Termin gegeben, was mich sehr überrascht hat, weil ich diesen Lehrer wirklich nur als nicht so netten Menschen kennengelernt habe, als ignoranten Menschen. Und auf jeden Fall hat dieser Lehrer dann aber den Termin verschoben und ist dann zum eigentlichen Termin auch nicht erschienen. Und dann dachte ich mir so, ja gut, vielleicht möchte er da auch nur pokern und möchte gar nicht mit mir reden, sondern wenn die Noten fix sind, dann stehen sie auch drin im System. Und deswegen bin ich zu meinem Klassenlehrer gegangen und habe mit ihm darüber geredet. Und der hat sich dann mit dem Lehrer, übrigens hier schöner Ninja, hat sich dann mit dem Lehrer zusammengesetzt und der Lehrer meinte aber daraufhin nur, nein, er möchte nicht mit mir reden, kann er kein Verständnis für und er findet das auch eine Scheißaktion von mir, dass ich zum Klassenlehrer gehe. Worauf ich dann eine Stufe höher gegangen bin, um so ein bisschen Druck zu setzen, und zwar bin ich zum Bereichsleiter gegangen und letzten Endes wäre ich dann auch zum Schulleiter gegangen. Allerdings wurde mir da mitgeteilt, ja, dass die auch nichts daran ändern können, weil der wirklich am längeren Hebel sitzt und auch diese Nachweise hat, dass ich diese Noten bekommen habe. Und keiner kann das kontrollieren, keiner kann ja sagen, ja, hey, gib dir doch mal eine Note besser, auch wenn es wirklich ungerechtfertigt war. Ja, da musste ich das so hinnehmen, fand ich jetzt auch nicht weiter schlimm. Was ich schlimm fand, ist, dass dieser Lehrer wirklich ein sehr ignoranter Typ ist, der wirklich sehr schlechte Noten in seiner Schullaufbahn gegeben hat. Also ein krasses Beispiel. Er hat einem Schüler mal eine 6 gegeben, woraufhin der seinen Berufsschulabschluss nicht bekommen hat. Und es ist das Fach Sport übrigens gewesen. Und wenn man eine 6 in Sport bekommt, man muss nur einmal da sein und man hat eine 5 in meinen Augen. Und man kriegt auf jeden Fall eine 6 und man kriegt einfach seinen Abschluss nicht und keine Arbeit später. Ich weiß nicht, der Schüler hat zwar viel geschwänzt, habe ich gehört und so, aber selbst dann kann man doch keine 6 verteilen. Das ist doch wirklich, und das in Sport, das ist doch wirklich, ich meine, gut, ich will diesen Schüler nicht in Schutz nehmen, war eine scheiß Aktion, dass er so viel geschwänzt hat, aber das kann doch einfach mal nicht wahr sein, dass man durch Sport, das ist für mich unverständlich. Und vielleicht habt ihr auch Beispiele, die ihr erlebt habt und vielleicht möchtet ihr mir die mitteilen, fände ich auf jeden Fall krass drüber zu reden oder cool drüber zu reden, weil ich sag mal so, ich wurde auch so ein bisschen durch meinen Lehrer so ein bisschen gelenkt und zwar wollte ich früher gerne Chemiker werden und habe dann aber 2 Jahre lang einen Lehrer gehabt auf dem Gymnasium, der mir Chemie als langweiligstes Fach erklärt hat, was es überhaupt gibt auf Menschenerden und danach wollte ich auch kein Chemiker mehr werden, egal wie interessant es welche im Nachhinein war. Lasst euch jetzt hier nichts Falsches erzählen, ich bin super zufrieden mit dem Beruf, den ich gewählt habe und mit dem, was ich später erreichen kann oder was ich vielleicht schon erreicht habe. Aber nichtsdestotrotz, es ist doch krass zu sehen, wie sehr Lehrer einen lenken, weil ich finde, sie sollen doch wirklich einen in die Interessensrichtung lenken. Und ich fand es zwar schön herauszufinden, dass vielleicht Chemie doch nicht das Richtige für mich war, aber vielleicht wäre es ja das Richtige geworden, man weiß es nicht. Man weiß es nicht, man munkelt nur. Und vielleicht habt ihr eben auch so Sachen und deswegen möchte ich gerne von euch ein bisschen was darüber hören. Vielleicht könnt ihr es mir ja in die Kommentare schreiben. Finde ich auf jeden Fall mal cool, so ein Diskussionsthema zu haben. Übrigens hier auch wunderschöner Quickscope. Der Sembi zieht das Tempo jetzt hier so ein bisschen, wie gesagt, an. Mit der Sniper und wir genießen das Gameplay nur. Lirum Larum, ich möchte jetzt auch gar nicht weiter rumragen, sage ich mal, über diesen Lehrer, sondern hoffe, dass ihr mit euren Noten auf eurem Zeugnis zufrieden seid.
Macht was draus, denkt dran, Schule ist nicht für immer. Wenn euch die Schule wirklich keinen Spaß macht, dann denkt dran, später dürft ihr arbeiten oder vielleicht wird es für manch einen von euch gar nicht so toll sein im Nachhinein. Ich weiß nicht. Also mir macht Arbeiten super viel Spaß, sage ich mal. Also es ist viel, viel geiler als dieses ständige Lernen mit dem Blick aufs Abitur hin, immer nur so, so pauken, 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 auch wenn ich das nicht gemacht habe. Aber das ist eine andere Geschichte, weil man das halt immer so im Hinterkopf hatte. Und jetzt ist mal so viel gechillter, sage ich mal. Ich komme nach Hause, ich habe keine Hausaufgaben, ich kann sagen, ich habe Feierabend und das finde ich auf jeden Fall sehr, sehr geil und denkt dran, es wird auch irgendwann für euch, sage ich mal, vorbei sein. Also nimmt's locker, nimmt's gelassen. Irgendwann habt ihr es auch geschafft. Auch wenn es für den einen für euch vielleicht noch 5 Jahre sind oder 3 Jahre oder 4 Jahre oder was ist eh auch wie viele Jahre. Vielleicht seid ihr auch gerade erst eingeschult worden. Dann allerdings würde ich mich fragen, warum guckt ihr diese Videos? Nichtsdestotrotz, hier noch der letzte schöne Quickscope mit der letzten Kugel. Sambi, vielen Dank für dein Gameplay, vielen Dank fürs Zuschauen. Wäre cool, wenn ihr quatscht mit mir in den Kommentaren. Followt mir, irgendwas, macht, was ihr wollt. Ciao, ciao.